Yo Leute, Dero ist am Start. Hallo und herzlich willkommen zur DTM aus Oschersleben. Ich bin gespannt, wie das Rennen wird. Die Hotlap ist bereits oben. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Das war die Hotlap für die Leaderboard Challenge und für die KI halt. So, wir gehen direkt mal in die Qualifikation. Ich probiere so eine schöne Runde zu fahren wie in der Hotlap für die Competition. Was heißt so eine schöne Runde? Die Runde hatte hier und da ein, zwei Fehler, die hätte noch schneller sein können, aber hab's leider nicht hinbekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Mit der Zeit bin ich in den Top 30, glaube ich. Also ich bin da schon ein bisschen stolz drauf, ne? Weil ihr müsst bedenken, ich fahre mit Controller und ich glaube, die meisten, die im Get Real Modus fahren und so weiter, fahren alle mit Lenkrad. Ich nicht. Und bin trotzdem in den Top 30. So, wir haben uns, oder ich habe mich dafür entschieden, dass wir im Cockpit fahren, weil ist halt, wie halt schon kommentiert wurde, gestern unterm Video, ist halt realistischer. Was heißt gestern? Kommt drauf an, weil ich das hier hochlade. Ist halt realistischer und DTM Experience ist halt mehr eine Simulation. Ja, ich bin mit dem Audi gefahren, diese Hotlap, weiß ich nicht warum, hatte ich einfach mal Bock drauf. Beim letzten Mal am Nürburgring bin ich ja mit Tomczyk in dem BMW gefahren. Das hatte auch einen ganz besonderen Grund, weil Tomczyk sehr, sehr gerne am Nürburgring fährt und ich ja, war eigentlich früher schon Tomczyk-Fan. Der hatte ja wirklich viel Pech immer. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oh, letzte Kurve hier. Nicht gut erwischt. So, jetzt kommt es drauf an. Wir haben, oder ich habe gesagt, ich fahre immer nur eine Runde. Oh Gott. Was will Rocky denn jetzt von mir? Warum ist der so nah? Sind die etwa richtig schnell heute? Ich werde alles geben. Aber ich glaube, es wird sehr schwer, so eine Zeit nochmal zu fahren. Also das wird sehr, sehr schwer, so eine Zeit nochmal zu fahren. Vielleicht werde ich jetzt sogar schneller werden in dieser Qualifikation als in der Hotlap. Wobei ich glaube nicht, die zweite Kurve hier, Quatsch, die dritte oder vierte Kurve war das, habe ich schon viel zu früh angebremst. So, jetzt hier diesen ganz schnellen Knick. Hier ist es extrem tricky anzubremsen, weil man halt komplett die Richtung wechselt und das Gewicht von einer Ecke in die nächste schmeißt. Dabei kann es schon mal passieren, nicht abfliegen. Dabei kann es schon mal passieren, dass man das Auto verliert oder halt die Reifen stehen bleiben. Ich lasse die mal hier durch. So, beide habe ich jetzt durchgelassen. Es bringt ja nichts, die aufzuhalten. Ich glaube, das sind Roberto Meri und Rocky. Auf jeden Fall ist es Rocky. Den habe ich erkannt. Aber der dahinter müsste, wenn ich mich nicht irre, Roberto Meri sein. So, dann schauen wir doch mal, was die anderen für eine Zeit fahren. Wir machen jetzt nochmal eine Zeit, weil sonst würden wir hier kein Land sehen in der Qualifikation. So, noch werden mir leider keine Zeiten angezeigt. Warum auch immer. Oh mein Gott, ich habe viel zu spät gebremst und räume noch einen Mercedes ab. Ja, eigentlich habe ich ja gesagt, eine schnelle Runde nur in der Qualifikation. Ich muss mich nun mal an meine eigenen Regeln halten. Damit ist die Quali gelaufen. Ich halte mich an meine eigenen Regeln. Ja, Leute, es tut mir leid. Damit starten wir von hinten. Aber das ist ja nicht schlimm. Denn das Ganze soll ja auch Spaß machen. Und ja, so werden wir ganz viel Spaß haben. Weil wir von hinten starten. Oh, Jamie Green, mit dem ich die Hotlap gefahren bin, gerade in der Challenge, das ich auch hochgeladen habe, hat sich die Pole geholt, vielleicht, weil ich so gut war vorhin. So, Renndurchgang. Ja, es tut mir leid, aber es ist so. Regeln sind Regeln und die, ne? Ich habe schon extrem viele Ausnahmen im letzten NASCAR-Rennen gemacht, also könnt ihr jetzt nichts sagen. So, Jamie Green startet von der Pole vor Felipe Albuquerque. Dann kommt Junker Della und Bruno Spengler ist wieder zurück, ganz vorne. Gary Paffett und Timo Glock, wobei man zu Timo Glock sagen muss, er schlägt sich momentan sehr, sehr gut hier in der DTM. Dirk Werner und Andy Priot auf der 7 und 8. Es scheint eine Strecke zu sein,
die dem BMW sehr entgegenkommt. Joey Hand und Roberto Meri. Ich sag doch, das war gerade Meri. Patrick Wehrlein und Matthias Ekström auf der 11. und 12. Position. Eduardo Mortara und Adrian Tombay auf der 14. Miguel Molina, mein absoluter Lieblingsfahrer irgendwie. Ich weiß noch, ich meine, es war 2009, wo er in Sanford so ein wahnsinnig gutes Rennen gemacht hat. Das war sein viertes DTM-Rennen. Also fand ich echt cool. Und seitdem ist es einer meiner Lieblingsfahrer in der DTM, auch wenn ich die DTM nicht mehr verfolge. Ich bin schon drauf und dran, mal so ein DTM-Video, also halt von den echten Rennen, so ein Highlight-Video rauszuschneiden. Man weiß es nicht. Vielleicht mache ich das mal. Ist vielleicht ganz interessant. So, Christian Vitores, also dann auf der 16. Augusto Farfus steht vor Timo Scheider, der ganz weit hinten steht. Robert Wickens vor Martin Tomczyk nur auf der 20. Also das wundert mich jetzt schon. So, und dann kommen noch Mike Rockenfeller. Oh mein Gott, der ist nur 21. Alles klar. Und ich auf der 22. Ich würde sagen, wir gehen ins Rennen. Rockenfeller, der das letzte Rennen, glaube ich, gewonnen hat, am Nürburgring. Wir starten. Gleich geht die Ampel aus. Ich sehe sie nur ganz klein da hinten. Und der Start ist erfolgt. Oh, jetzt kommen wir hier nicht durch, weil Tomczyk keinen guten Start erwischt. Jetzt tut sich eine Lücke auf. Neben uns ist aber auch noch Rockenfeller. Oh mein Gott, was ist denn da los? Riesenstau. Gut, nichts passiert. So, jetzt geht's auf die erste Kurve. Wir müssen... Oh, da bin ich wieder zurück. Das Spiel ist abgestürzt. Weiß ich nicht warum, das zweite Mal. Ich habe schon einmal eine Aufnahme begonnen und unterbrochen, habe dann nochmal von vorne angefangen. Jetzt ist es wieder abgestürzt, wir haben eine neue Startaufstellung. Die gehen wir jetzt aber nicht nochmal durch, auch wenn sie neu ist. Wir können mal hier so überfliegen, vielleicht könnt ihr was erkennen. Ja, sieht schon cool aus, ne? Ich finde ja die Render-Modelle hier, ihr seht es, sehr, sehr cool. So, wir gehen ins Rennen. Ein neuer Versuch, wir starten immer noch von ganz hinten. Wir sehen die Ampel nicht, doch die Ampel ist an. Gleich erfolgt der Start. Jetzt geht's los, das Rennen. Oh, ich komme nicht gut weg. Vor mir Gary Paffett aber auch nicht. Oh, das wird sehr eng hier. Oh, ich habe einen Schlag gespürt. Oh mein Gott. Und ich glaube, das ist Ekström da gegen Andy Prio. So, jetzt nochmal die Fahrt auf die erste Kurve. Diesmal scheint es nicht abzustürzen. Keine Ahnung. Das ist Technik. Oh, Adrian Tombay oder ein anderer Audi steht da vorne auf der Strecke. Oh, ich werde umgedreht. Oh mein Gott, ich werde umgedreht. Das Rennen fängt... Oh mein Gott, mich hat einer aufgegabelt. Jetzt muss ich hier aufpassen, das ganze Feld einmal passieren lassen. Ja, fahr mir in die Karre, genau. Ja, super Rennen schon wieder. Es fängt schon wieder klasse an hier bei der DTM Experience. Super Startunfall. Jetzt heißt es hier aufholen und das Beste noch rausholen. Ja, super, ey. Es läuft ja schon wieder sehr, sehr geil. Oh, jetzt verbremse ich mich auch noch. Irgendwas scheint jetzt, glaube ich... Hier. Oh, Junge. Heute ist schon wieder so ein Tag, den kann man vergessen. Erst will ich Formel 1 aufnehmen. Funktioniert das nicht. So, dann will ich DTM Experience aufnehmen. Schmiert mir das 3-4 Mal ab. Und jetzt mache ich hier den Start. Und was ist? Startunfall. Und ich fahre hinterher. Also das ist heute wirklich so ein Tag, den kannst du... Ja, ich hätte am besten gar nicht heute aufstehen sollen. Das ist doch unglaublich. Wenn ich jetzt noch alle Abonnenten verliere oder ein paar, dann heule ich. Ich glaube dann... Oh Mann, ey. Das ist heute ein Tag, den kann man wirklich vergessen. Oh, Rauchentwicklung. Da vorne ist ein Unfall. Vorsichtig, aber ich kann draus profitieren. Da hat es wohl einen Bums gegeben. So, jetzt habe ich hier Vitores vor mir. Den Mercedes-Piloten. Also nochmal Glück im Unglück. Oh, viel zu schnell durch die Kurve. Glück im Unglück. Das Rennen ist nochmal gerettet oder auch nicht, wir werden es sehen. Wir geben einfach mal unser Bestes. Ich gebe mein Bestes. Jetzt hinter Christian Vitores, Timo Glock. Ich glaube, Adrian Tombay. Ne, Felipe Albuquerque ist das. Dann war das Adrian Tombay, der sich da gerade gedreht hat im Rennen. Also am Start. Im Rennen. Ja, im Rennen war das hier alles, aber ich meine natürlich am Start. So, jetzt heißt es hier ranhalten, dass wir noch hinterherkommen. Tomczyk macht ordentlich Druck auf uns. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich die Sitzposition verändern? Vielleicht wisst ihr das ja. Und ihr könnt mir das dann mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Das wäre ganz cool eigentlich. Weil eigentlich konnte man bei R-Faktor GTR Evo
und Co. immer die Sitze verstellen. Also die Sitzposition. Vielleicht geht das ja hier auch. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, welche Tasten das sind. Dann probiere ich das mal aus. So, ja, das Rennen, das läuft ja schon wieder super. Oh mein Gott, und Tomczyk wird jetzt gleich versuchen, an mir vorbeizugehen. Ich bin nämlich total aus meinem Renntrott raus. So ein Unfall, der bringt einen einfach aus dem Konzept. Der bringt einen einfach, das ist so, wenn du einmal einen Dreher drin hast, dann ist es ganz, ganz schwer, seinen Rhythmus wieder zu finden. Wir eiern jetzt hier hinter Christian Vitoris hinterher. Ja, vielleicht erreiche ich ja noch was. Ihr könnt ja eure Fragen und Anregungen zur DTM, vielleicht habt ihr ja Fragen zur DTM-Serie, upsala, in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwas wissen wollt. Ich meine, ich befasse mich nicht mehr so viel mit der DTM, aber genug Ahnung habe ich noch. Oder vielleicht habt ihr Fragen zu generell meiner Simracing-Sache, was auch immer, was ich da damals gemacht habe, wo ich unterwegs war, in was für Ligen und in welchen Spielen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja einer oder der ein oder andere von euch Simracer, aktiver Simracer. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, interessiert mich auch natürlich, wenn ich hier aktive Simracer auf meinem Kanal habe. Vielleicht kenne ich euch, ich weiß nicht, den einen oder anderen kennt man ja noch vom Namen. Weiß man ja nicht. Es heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier wieder Kontakt aufnehmen müssen oder so, weil ich bin jetzt Let's Player und habe ja mit Simracing gar nichts mehr am Hut. Das ist dann halt so. Vielleicht kennt der ein oder andere ja noch einen. Oder mich oder ach, was weiß ich. Jetzt verhaspel ich mich hier. So, wir kommen gerade nicht hinterher. Den Speed da vorne von Vitoris kann ich gar nicht gehen. Also das ist hier heute ein Rennen zum Vergessen. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was du meinst, was ich hier noch erreichen kann. Ob ich hier noch was retten wäre oder ob das hier in Oschers Leben heute ein Rennen zum Vergessen ist. Die Hotlap war ja gut, aber das Rennen hier kann ich bisher vergessen. Ich meine, Oschersleben ist eigentlich eine meiner Lieblingsstrecken. Ich fahre die sehr, sehr gerne. Aber gerade läuft es überhaupt nicht. Das ist ja... Also momentan steckt hier bei der DTM bei mir der Wurm einfach drin. Und ich bemühe mich, wirklich hier das Beste rauszuholen. Ihr seht es, ich gebe wirklich alles. Aber ich komme da vorne an Glock und Vitoris einfach nicht ran. Oh, ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber nochmal gut gegangen. 2 Sekunden Rückstand auf Vitoris. Oh mein Gott. Und Tomczyk macht auch ordentlich Druck. Ja, 2,2 Sekunden. Also der Abstand wird nicht gerade kleiner. Vielleicht sollte ich ein bisschen andere Fahrweise an den Tag legen. DRS, oh, DRS habe ich doch. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch mal DRS benutzen. Ja, 2,1 Sekunden Rückstand. Kannst ja mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob ich hier noch was reißen werde. Ich meine, man kann nicht immer Glück haben im Rennen. Das ist nun mal so. Der Beste gewinnt. Und Unfälle gehören nun mal, oh mein Gott, zum Motorsport dazu. Ich fahre aber auch gerade richtig scheiße. Das liegt vielleicht wirklich daran, weil ich so gefrustet bin einfach. Wie der Tag heute läuft. Richtig behindert. Ich will aufnehmen, stürzt ab. Formel 1 stürzt ab. Oh Mann, das Einzige, was wirklich gut war, war das MotoGP-Rennen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Einfach mal reinschauen. Ich sag nur so viel. Wir sind, ja, sehr, sehr geil unterwegs gewesen. Schon in der Qualifikation. Es war zwar keine Pole, so viel kann ich verraten, aber es war eine, man kann schon sagen, mal wieder eine Top-Quali nach den letzten Rennen. So, 2,4, 2,5 Sekunden Abstand. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und Tomczyk und Ekström, die beiden ehemaligen Teamkollegen, verfolgen uns hier. Oh, keine gute Kurve. Vorsicht, Kiesbett. Mein Gott. Also jetzt fahre ich mir wirklich hier einen Scheiß zusammen. Kein Wunder, dass ich hier... Ne, keine Chance. Wenn ich so fahre... Was ist denn heute los, Mann? Also das ist heute wirklich ein Tag, den kann ich vergessen. Es läuft alles schief. Kennt ihr solche Tage, wo man einfach nichts zustande bekommt? Kennt ihr diese Tage? Oh nein, jetzt verbremse ich mich auch noch. Oh, Glück gehabt. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Tage? Das sind so...
Ja, weil, wie nennt man solche Tage überhaupt? Kennt ihr diese Tage? Wie nennt man die Tage? Auch das einfach mal in die Kommentare schreiben. Es ist schade, sehr, sehr schade, dass ich hier so eine Scheiße mir zusammenfahre. Und das machen wir schon 6 Runden lang. Also die Hälfte des Rennens ist schon vorbei und wir haben hier noch nichts Zählbares auf die Kette gekriegt. Doch das Einzige, was man zählen könnte, wären die Autos, die mich überholt haben. Weil das waren nämlich so einige. Ich kann vom Speed irgendwie heute gar nicht mitgehen. Oh, jetzt greift Tomczyk an. Der hat auch DRS. Ah, es wird... Weiß ich nicht. Er gibt nicht alles. Wer weiß, vielleicht will er es nicht riskieren und jetzt fliege ich wieder ab. Nehme dann den Abweiser mit. Und damit sind wir jetzt auf der letzten Position. Also heute ist wirklich der Wurm drin. Also, Alter. Ihr könnt mich nur freudig stimmen, wenn ihr ganz, ganz viel das Video guckt und heute einfach nur was ganz Großartiges leistet. Also der Tag heute ist echt zum... Oh Mann, ey. Ohne Scheiß, ich bin richtig gefrustet gerade. Wir haben 7 Runden schon auf der Uhr. Oh Mann, und ich gurke heute mal dem Feld hinterher. Heute ist echt so ein Tag, wäre ich am besten mal nicht aufgestanden. Ich möchte gar nicht wissen, was dabei heute noch so rauskommt, wenn ich heute aufnehme. Weil heute habe ich einen Tag, da kann ich mal vorproduzieren, die Videos. Also wenn es schlechte Ergebnisse gibt in den nächsten paar Videos, dann wisst ihr Bescheid. Dann habe ich das alles heute an diesem behinderten Scheißtag aufgenommen. Weil heute funktioniert einfach gar nichts. Heute geht's. Och, ich fahre. Oh, ich bin gerade richtig down, ohne Scheiß. Ich bin gerade richtig down. Ich fühle mich gerade richtig beschissen. Oh, Junge. Ich fühle mich gerade richtig beschissen. Boah, ich habe schon 4 Sekunden Rückstand jetzt. 4,4. Das ist eine ganz harte Nummer jetzt. Boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Viel zu schnell wieder. Also heute klappt hier wirklich gar nichts. Was ist denn los? Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Oh Mann. Es ist einfach nur richtig scheiße. Und schon wieder ein Fahrfehler. Alter, was ist denn das? Heute fahre ich richtig... Okay, wir wechseln mal die Kamera. Vielleicht können wir damit noch was reißen. Auch wenn ich gesagt habe, wir fahren... die Cockpit-Kamera, aber keine Ahnung, heute ist eh alles scheiße, da können wir auch ruhig mal die Ansicht wechseln. So, jetzt jagen wir hier Ekström und Tomczyk vor uns her. Ich weiß auch nicht, ich weiß wirklich nicht, was heute los ist. Alter, boah, nee, es hat keinen Sinn. Okay, dann fahren wir mal in Motorhaube. Vielleicht klappt das ja besser. Ich meine, das Rennen können wir jetzt eh vergessen. Wir werden nach 3 Rennen schon wieder ohne Punkte, also 3 Rennen am Stück, ohne Punkte nach Hause gehen. Das ist echt eine ernüchternde Ausbeute. Wir haben... Oh Mann, ey, ich fühle mich gerade so richtig scheiße. So richtig runtergemacht fühle ich mich gerade. Weil wir haben 6,8 Sekunden Rückstand einfach nur. Das ist doch nicht normal. Erst die Quali total verkackt. Ja, weil ich gesagt habe, wir fahren nur eine Runde und ich halte mich dann nun mal dran jetzt. Erst die Quali total verkackt. Jetzt den Start verkackt. Das ganze Rennen ist total behindert. 2-mal das Spiel abgeschmiert. Also, ich weiß nicht, kann da noch eine Steigerung kommen heute? Keine Ahnung. Wenn mir gleich die Decke auf den Kopf fällt oder so, dann weiß ich Bescheid. Dann gibt es immer noch eine Steigerung. Eine 1,24,3. Also, so langsam, wenn ich so langsam fahre, kein Wunder, dass ich da nicht hinterherkomme. Boah, fast wieder das Auto verloren. Ne. Oh Mann, ich heule. Ohne Scheiß, das ist so frustrierend. Ich möchte am liebsten das Rennen jetzt gerade beenden. Ohne Scheiß, so fühlt sich das an. Ich hätte jetzt sehr gerne... Ne, also geht gar nicht heute. Heute geht echt gar nicht. Heute geht echt gar nicht. Guckt euch das an. 8 Sekunden Rückstand. Ich bin einfach heute mega schlecht. Nein, ich schieb das einfach auf das Auto. Ich schieb das auf das Auto und das Setup. Ja, hat sich heute nicht gut angefühlt. Da war irgendwas kaputt. Irgendeine Kleinigkeit. Deswegen
konnte ich da nicht mithalten. Ist natürlich keine Ausrede, das ist natürlich der Ernst. So, jetzt haben wir gleich das Rennen beendet. Ich bin froh. Ich würde am liebsten jetzt, würde ich jetzt nicht aufnehmen und offscreen spielen. Würde ich tatsächlich jetzt auf Pause machen, Rennen beenden und dann Arsch lecken. Ohne Scheiß. Das ist doch unglaublich. Das ist doch nicht normal hier heute. Schon wieder zu weit raus. Mann. Schalten auch noch vergessen. Auf geht's in die vorletzte Runde. Nein, vorvorletzte Runde. Oh. Wer führt überhaupt das Rennen an? Das weiß ich auch gar nicht. Also seid mir nicht böse heute wegen der Folge. Ich fühle mich gerade auch übelst down. Oh. Heute ist echt... Oh, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Schon wieder, Mann. Also, ich glaube, ich werde mich heute eingraben nach dem Rennen. Ich gehe gleich nach draußen, suche mir einen schönen Platz. Oh, da sind die anderen schon alle gegenüber. Ich gehe gleich raus, suche mir einen schönen Platz, an dem ich mich verbuddeln kann, weil das ist echt peinlich, was ich hier abliefer. Das ist echt äußerst peinlich, was ich hier mache. Ich bin echt fassungslos. Ich bin echt fassungslos. Ich bin gerade so angekackt. So schlecht bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Ich bin froh, wenn das Rennen vorbei ist. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, Leute. Vielleicht könnt ihr euch ja ein bisschen drüber belustigen oder so. Ihr könnt euch ruhig drüber lustig machen, dass ich hier heute nur Grütze zusammenfahre. Guckt euch das doch mal an, ey. Ma. Ohne Scheiß. Richtig unnormal. Und Oschersleben ist eine meiner Lieblingsstrecken, ey. Das werdet ihr mir nie glauben und... Also heute geht gar nicht. Upsala. Heute geht echt gar nicht. Ich bin übelst am Verkacken. Und ich muss noch zwei Runden. Also noch die 11. und dann die 12. Und dann ist hier endgültig Schluss. Ey, ich fahre mir auch hier eine Scheiße zusammen. Ich hab's heute gar nicht anders verdient, als dass ihr mich heute alle nur disliked und alle deabonniert. Das ist nicht normal, ey. Das ist echt nicht normal. Ich könnte gerade... Oh Mann, ey. Das ist nicht normal. Und ich lache auch noch über mich selber. Das ist noch viel unnormaler. Ich sollte das Genre wechseln. Ab heute werde ich Minecraft zusagen und nur noch Minecraft spielen. Tausendmal oder hunderte Folgen mit Survival Games und all sowas. Nein, Scherz. Aber das hier geht... Boah. Ich habe gerade echt... Jetzt bin ich echt frustriert und jetzt habe ich auch gerade echt keinen Bock mehr. Jetzt bin ich ganz ehrlich, ich habe gerade gar keinen Bock mehr. Ich bin ganz, ganz ehrlich. Mann. Das ist echt scheiße. Viel zu früh gebrennt. Och, Mann. Verbrennt mich. Ich sag's euch. So, auf geht es in die letzte Runde. Jetzt nochmal alles geben. Viel zu geben ist da, glaube ich, nicht. Jetzt nochmal alles geben. 28 Sekunden Rückstand, den kann ich noch locker rausholen. Mein Gott. Letzte Runde. Endlich. Insgeheim, ja, endlich. So. Über den Teller hier drüber. Ich weiß gar nicht, wie hieß dieser Teller noch? Der hat eine besondere Bezeichnung. Er wurde nach irgendeinem Fahrer benannt oder nach dem Designer von dem Teil. Irgendwie Paul Teller oder irgendwie sowas. Oder irgendwie so heißen diese Teile. Diese runden Abweiser. Ich weiß nur gerade nicht wie. Ich kann es nicht sagen. So, wir haben es gleich geschafft. Wir haben gleich das Elend hinter uns gebracht. Ich glaube, Robert Wickens hat das Rennen gewonnen. Ja, wir holen hier heute gar nichts. Außer eine richtig schlechte Leistung, wobei die letzte Runde jetzt einigermaßen gut war sogar. Man glaubt es kaum. Dass ich überhaupt noch eine gute Runde zu Ende fahre. Und ich bin so froh, dass das Rennen vorbei ist. Das war richtig blamabel. Das war richtig blamabel heute. Also das ist jetzt hier, wenn ihr das erste Mal dabei seid bei DeroTube heute oder mich gerade durch Zufall gefunden habt, das ist... Echt nicht normal, was hier heute abgeht. Den Tag kann man heute echt in die
eine Pfeife rauchen. Eine 1:22.8, das ist gar nichts. Und Robert Wickens gewinnt das Rennen. Ich gebe auf. Robert Wickens gewinnt vor Augusto Farfus. Schauen in die Tabelle. Wir wurden überholt von Edoardo Matara, sind trotzdem noch dabei. Oh, aber damit kann ich leben. Ich habe es heute einfach nicht anders verdient. Ihr könnt mich auch übelst beleidigen heute in den Kommentaren. Ich hab's einfach nicht anders verdient. Ich bin so behindert gefahren. Oh Mann, ich werde mich jetzt eingraben gehen. Ich hole mir eine Schaufel. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich ist mir heute auch scheiße. Ich werde mich jetzt vergraben gehen. Naja, es kommt heute vielleicht noch ein Video. Also noch eins zusätzlich. Ich weiß noch nicht, wann ich das hier hochgeladen habe. Kommt drauf an. Also ich würde sagen, ich bin raus. Ich vergrabe mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann, und ciao.